Und die gute Amurant, die... Oh ja. Okay. Ich würde dir das gerne einmal kurz demonstrieren. So, wir haben hier meiner MK1. 60 pro Minute. Ich nehme wie ein so ein Power-Ding, schiebe das Ding auf 150. Jetzt ballert er natürlich mehr, ist in Ordnung. Jetzt nehme ich das Ding hier wieder raus. Geh weg. Guck mir irgendwas anderes an. Düdelü. Geh mal hier rein. Geh wieder zurück. Und er ist immer noch bei. Nee. Ah. Aber bei mir ist gerade zu sehen, ich habe das gerade mal nachgestellt. Also wenn du es einfach nur rausnimmst und nichts veränderst an der Übertaktung, dann bleibt es halt dabei. Da setzt sich nicht automatisch auf die letzte Stufe zurück. So, Konstruktor. Wieso hat das jetzt nicht gebaut? Ah ja. Wir machen hier jetzt Steel Beams oder Steel Pipes? Benötigen Pipes. Steel Produktion, achso, muss ich gleich mal gucken, wie weit du überhaupt schon bist. 30 kommen da raus und wir kommen 45 raus. Bin noch schon bei dir, Janni, alles gut. Jeder hat seine Präferenzen. Mach wieder hängst, wie du denkst. mach wieder hängst. Du musst halt sehen, ne? So die ist halt, dann auch mal dafür. Ist halt einfach, du, das macht mir alles, das ist völlig okay und das macht mir gar nichts. Ich hasse dich halt nur. Aber ansonsten, alles okay. Oh. Nein, nein, ohne Scheiß. Ich werde jetzt hier erstmal, warte mal, 45 mal 3 sind. 135? Ja, wie gesagt, das ist relativ typisch für Multiplayer. Mach wieder Hengst. Scheiße. Ja, es hört sich jetzt bei mir auch, also wenn du es sagst, hört sich es auch. Warte mal, da muss ich mal. Was clear ich denn da? Inventor. Marie? Nee, das ist kacke. Ja, noch was anderes. Ja. Mach wieder Hengst. Mach wieder Hengst. Okay. Mach wieder ein Hengst. Ja. Mach ich denn mal 3 Konstruktorinos. 1, 2 und 3. Und aus diesen... Da fehlt mir jetzt natürlich Kabel. Fucking Kabel. Natürlich habe ich nichts hier. Fucking Kabel. Ja, Mann, da immer, wenn du was brauchst, ist weg. So. Aber ich muss sagen, kriege hier diese Pillars, hast du gut gesetzt. Das sieht auf jeden Fall physikalisch korrekt aus. Das fetzt, ne? Ja. Wenn das, was ich jetzt hier mache, ist bis jetzt noch nicht so ganz physikalisch korrekt, aber... Ja, wir haben halt immer noch die Dünenwurst hier mittendrin, aber das ist okay. Ja, manchmal muss man auch einfach eine Wurst auf den Boden legen. Aber musst du einfach mal eine Wurst sehen, damit auch weißt, eben. Alles klar, Zeit für Toilette. Was das Leben so zu bieten hat. Das, genau. Oh ja, wir haben jetzt echt ein bisschen... Also, ich weiß nicht, kennt ihr, wie heißt der Typ? Vendorchuck. Das ist jetzt kein Streamer, das ist einfach so ein, den Typ, der wird mir ab und zu mal bei Facebook vorgeschlagen, so Motivational Videos. Und der Typ sagt halt immer, der hat mal mit dem Weinladen angefangen und macht halt ziemlich gutes Marketing und all so ein Kram. Und der antwortet bis heute auf jede Nachricht, die er bekommt. Bis 2 Uhr morgens, bis er die hat, ne? Sicherlich, ich glaube auch nicht, irgendwann kannst du das halt auch nicht mehr leisten. Gronkh beispielsweise, den kannst du 10-mal anschreiben oder so, da ist halt dann am Ende, irgendwie kommt da nichts bei rum, was ich verstehen kann. Wenn du aber jetzt so ein Spiel wärst, Jace schreibt mir regelmäßig, Jace schreibt mir sogar, ohne dass ich etwas von ihm will, so fehlt mir nicht bei ihm. Janni, das ist sehr geil, aber Jace, das ist ja auch sein fucking Job, ne, so als Community Manager und ihr seid beides Community Manager, also gehe ich davon aus, dass ihr irgendwie Kontakt habt, was cool ist, aber ich ganz ehrlich, pell dir ein Ei drauf. Wenn er nicht antwortet, dann hat er offensichtlich irgendwie andere Sachen zu tun und dann ist das auch egal. Also da würde ich dann jetzt nicht so drauf was geben. Braucht ihr ihn denn? Glaube nicht, oder? Pell dir ein Ei drauf. Du singelst mal wieder diesen einen Satz raus. Alles klar. Das ist aber auch schon echt so ein Bauarbeitersatz, ey. Wir kommen halt aus dem Norden, ne? Und der Norden ist halt so. Der Norden isst offensichtlich gerne Eier. Ne, wir pellen die. Ja. Wir pellen die nur und verkaufen die weiter. Nein, wir pellen nur Eier. Das sagt ja der Spruch, ne? Man muss ja irgendwo auch seine Wirtschaftsnische finden. Ich verstehe schon. Absolutely.
Anja, aber was ich sagen kann, ihr steckt halt eine Menge Arbeit in diesen ganzen Satisfactory, deutsche Community-Dingen und absolut. Wir wachsen am stärksten, wenn wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Ja, oder Spielbär ist nur ein kleiner Fisch. Hast du nicht gerade gesagt, er hat einen großen Kanal? Ich glaube, der hat 57.000 Follower oder so. Das ist ordentlich. Das wäre jetzt für mich nicht kleiner Fisch. Leute. Das ist schon relativ also, großartig. Ich würde sagen, ich bin ein kleiner Fisch. Ein sehr kleiner Fisch. Ich nicht so, ich bin ungefähr so mittelgroß. der hat mich erwischt, eiskalt. Wenn du dich für den Wert verkaufen willst, mein Leben. Immer wenn ich denke, Tricky ist echt mega langweilig, dann haut er irgend so einen Spruch raus. Voll gut. Siehst du? Deswegen gehöre ich auch nicht mehr zu den kleinen Fischen. So sieht's aus. Tricky, name of the game. Ja, den größten. Ja, damit wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Wollen wir aber nicht die kleinste Geige der Welt auspacken, sondern... Oui, oui, oui. Ich meine, das zerlegt ja meine gesamte Strategie. Und ich arbeite und arbeite und arbeite. Das ist halt ständig, ne? Jetzt braucht das Ding 30 Promille, warte mal. Legit, oder du packst ja nur die Boobs aus. Das stimmt leider manchmal. Also, ja, legit, oder du packst halt nur die Boobs aus. Manchmal stimmt das leider. Absolut. Naja, gut, ne? Man will nicht alles über einen Kamm scheren, aber es ist schon... Deswegen sage ich auch manchmal, ne? Manchmal, leider, aber... Ja, wenn du halt mal so ein bisschen Zeit in die Streamer-Suche, ja, in die weibliche Streamer-Suche auf Twitch investierst, da siehst du halt schon teilweise so ein... Ne? So ein... gewisses Kontingent an Gleichmäßigkeit. Ja. Ich kenne ja Amurant, ich glaube, sagt hier vielleicht ein paar Leuten was. Und die gute Amurant, die... Oh ja. Okay, ja, jedenfalls die... die ist ja verheiratet, aber hat halt das Wort Marriage aus ihrem Stream verbannt. Also legit kannst du nicht Married oder Marriage oder irgendwas mit Ehe sagen. Geht halt gar nicht durch. Weil sie heiraten wollen oder was? Nee, weil im Prinzip, sie macht ja ihr Geld damit, indem sie quasi den männlichen Twitch-Zuschauern, beziehungsweise der Demografie der männlichen Single-Twitch-Zuschauer, da ja quasi die Hoffnung macht, mit ihr irgendwas anzufangen, ja. Und da gibt es dann Leute, die haben da irgendwie 25.000 Euro in die investiert, ne? Und die haben dann mitgekriegt, die ist verheiratet und die waren natürlich ziemlich am Boden. Ach so. Ach krass. Ja. Also, ne, das ist halt eigentlich bekannt. Auch gibt es ja hier Livestream-Fails und all sowas, ne? Und wenn du da mal guckst im Reddit und Amurant, aber die macht halt ihre Kohle, ne? Die ist Millionärin ohne Ende, aber die pflegt halt ihren Brand ziemlich. Guck mal, Alter, du sagst mir oder stehst fragend da, wenn ich sage, dass ich 3 bis 4 Mal pro Woche ins Fitnessstudio gehe, wo ich die Zeit dazu her habe. Und du investierst die Zeit, um sowas rauszufinden. Nö, das ist einfach nur so. Das kommt, also Livestream-Fails ist halt interessant, so für die Twitch-Community, so was halt gerade so abgeht, ne? Oder wo halt gerade Drama ist oder so, ne? Ja, schon. Amurant, erstmal abchecken, die alte Sina. Okay, so, ich wollte das hier. Und wenn der Tricky wiederkommt, haben wir schon. Advanced Steel Production. Wank-Vorlage. Das ist leider so, ja. Entschuldigt bitte. Stackable Pipeline Support. Geil. Hypertubes. Vielleicht werde ich die einfach mal so produzieren. So, wie viel kommen jetzt hier raus? Wieso kommt ja eigentlich nichts an? Ah, okay. Why, oh why? Encroaching others clearance? Aber was für eine Clearance denn? Ich nehme an das. Hä?
Oh Gott, Gott, wieso funktioniert das denn nicht? Welche Clearance? Das Ding hier unten? Really? Auch nicht. Alright. Was wieder da? Okay. Welche interessanten Facts hast du noch rausgehauen? Gar nichts Interessantes, denke ich. Okay. Verdummung absurden Ausmaßes, das stimmt ja. Ja, einfach über. Das ist immer variabel und relativ, ja. Wenn sowas Niveau hat, muss man sich echt den menschlichen Intellekt zweifeln. Ne? Ja, die Abgründe sind halt, ne, ich meine, klar, wenn du so das Internet bringt halt immer und auf jeder Plattform das Verrückteste zutage. Aber auch nur, weil alle denken, sie sind anonym. Oder beziehungsweise, weil sie es halt auch sind, zum gewissen Grad. Entweder ne? das, genau, entweder das, das habe ich auch gerade gedacht, das halt so in Foren und Chaträumen und sowas, oder weil sie halt diesen so geil auf diesen Fame sind. Wie bei Content Creation halt, bei Twitch oder sowas. Und trotzdem muss aber echt zusätzlich zu diesem Drang mit dem Fame, muss aber trotzdem noch so eine gewisse, ja wie soll ich sagen, so eine Art von Abgestumpftheit kommen, weil du musst dich ja erstmal trauen, sowas zu bringen, ne? So, also ich wäre mir entweder zu peinlich oder zu blöd und weiß ich nicht. So, ne? Also von dem, was manche andere so bringen. Zu peinlich, zu blöd, zu... Ja, klar. Also ich sehe das ähnlich. Du musst dir mal überlegen, also aber da, wie viel Money da halt steckt, ne? Und viele Leute, die nutzen, die für diesen Twitch-Viewer halt wie so ein Handelsgut. Was muss ich tun, damit ich mehr bekomme? Und, ne? Wie muss ich aussehen? Was muss ich tun, ne? Und das ist halt... Ja, ich meine, das dann eben noch gepaart mit einem Mangel an, wie soll man sagen, an Eigenverantwortung? Ist das das richtige Wort? Nee, das ist glaube ich nicht das Wort, was ich suche. Verantwortungsbewusstsein vielleicht eher? Das ist dann halt so die giftige Kombination, ne? Ja, na, vor allem du bist ja auch Vorbild teilweise, ne? Es gibt ja halt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Viewer denke wie hier Yannick und Leon oder so, da finde ich, du hast halt schon auch so eine kleine Verantwortung irgendwo, ne? Klingt jetzt irgendwie doof, aber das ist ja schon so, dass du ja, den halt nicht zeigst oder... Wenn du deinen Kram in den Äther rauspustest, hast du eigentlich immer eine Verantwortung. Genau, richtig. Ja. Okay, übrigens die modularen Rahmen, die werden jetzt produziert und in unser Hauptlager gebracht, ne? Sehr gut. Ja, gut, ne? Aber für viele ist es halt, wie gesagt, allein schon die Aussicht, eventuell landen zu können. Was totaler Blödsinn ist. Nicht in 100 Jahren wird da ein Mädel auf dem Kanal sagen, alles klar, du mein Viewer, Himmel, du bist dich, gib mir doch mal bitte deine Nummer jetzt. Unbedingt, sonst sterbe ich hier. Ach scheiße, das geht sogar nicht. Aber ich glaube, das wissen die auch. Aber vielleicht wollen sie es einfach pushen. Fuck. So viel wie nur geht. Kann man mit den Dingern noch was anderes machen? Okay. Kohle kommt rein. Sehr schön. Das ist ja schade, das funktioniert gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Naja. Wo kommt das Ding denn hierher? Also so richtig komplett All-Out-Titties zeigen ist ja sowieso nicht drin. Oder nee, so ne? Aber da gibt es ja halt gute Möglichkeiten, wie man mal eben mal kurz die Webcam einstellt. Die Grenzen, ne? Schon hart ausgelotet. Das ich stell mal kurz die Webcam ein. Entschuldigung. Ja? Also. Oder mal schnell vom Stuhl aufstehen und irgendwas dahinter aufsammeln, was auf dem Boden liegt, ne? Oh scheiße, da liegen jetzt 2 Millionen Reiskörner. Ich sammle jedes einzelne auf. Piep, ne? Plus Amazon regelt das nach amerikanischem Recht. Naja, genau, deswegen ist ja gerade mit Nacktheit extrem empfindlich. Aber sag ich mal so, genau, mit Nacktheit extrem empfindlich, aber durchaus, sag ich mal so, aber auch die gehen halt genau bis zur Grenze, ne? Dann geht halt Banane essen. Unbedingt. Auf dem Stream habe ich generell ganz viel Lust auf Bananen. Und die hau ich mir dann rein, ne? Die Dinger, absolutely.
Tricky, wir haben jetzt übrigens MK2 Miner, ne? Müssen wir mal gucken irgendwie. Finde ich gut. Ja, ist halt wieder, haben wir wieder, sag ich mal, ein paar mehr Möglichkeiten. Alright, jetzt wollte ich mal gucken, du hast hier Stahl gemacht. Okay, das ist das provisorische Stahl sozusagen. Richtig? Genau, provisorische Stahl mit, provisorisch. Oh, shit. Wie geht das hier? Mal kurz hier. Kriegen wir jetzt irgendwie in ein neues Lager runter? Vielleicht machen wir nochmal ganz kurz. Okay, so jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal meine MK2 doppelte Penetrationsgeschwindigkeit, Turtle. Turtle, finde dich. Finde dich. Zügeln Sie sich, Herr Turtle. Finden ja. Sie sich, bitte. Was wachsen du da ab? Ach, das, die Dinger holst du hoch hier. Okay. Lager, damit ich das andere Lager abbauen kann. Dann wieder hier schön so eine Fließbandwurst hier hoch. Wenn ich hier oben schön die rechten Winkel und alles mache, kommt hier unten eine Wurst. Vielleicht können wir den. Vielleicht können wir doch das einfach. Was hältst du davon, wenn wir das einfach mal kurz auf die Dings hier heben, hm? Was denn? Ja, was glaubst du denn, was ich. Achso, da wolltest du gerade machen. Ja, mach ruhig. Und was ist das jetzt hier unten mit den Fundamenten bei dem Beton? Wolltest du die nicht quasi an das Raster von den anderen Fundamenten anpassen? Bitte wo? Hier unten der Beton. Außerdem müssen wir mal die Förderbänder da hinten erweitern. Ich verstehe gerade, da unten der Beton. Achso, die Dinger. Nee. Das habe ich einfach nur gemacht schnell für Limestone, damit das irgendwie hier hinhaut, damit wir ordentlich. Das heißt ja, der Dings muss ja voll sein. Warte mal, wir müssten. Lass die mal hier so stehen. Dann können wir hier nämlich die Industrial Beams zumindest auch temporär bauen. Damit wir ja die Hypertubes mal machen können. Wow, du hast gut die Kurve nochmal bekommen. Achso. Okay. Was denn? Krumm und Schiefbau, guck mal, okay. Ja, leider manchmal. Manchmal, also du baust bei Satisfactory eigentlich zweimal. Einmal so und dann irgendwann nochmal richtig. Wenn du denn, sag ich mal, die ganze Forschung hast und Züge und was nicht alles. So, Hypertubes, was ist das? Was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Hast du denn vor, das Stahl noch weiter zu verarbeiten oder wie? Eventuell noch in die Encasing Steel Beams. Da müsste ich mal gucken, habe ich genug? Ja. Auch da an der Stelle. Warte mal, jetzt haben wir natürlich, ja, einfach nur hier, einfach die, quasi einmal bis zu den Encasing Dingern, dann alles erforschen, was geht mit Trains und dann quasi Außenposten bauen, weißt du? Aber ich habe jetzt erstmal Bock auf die Hypertubes. Deswegen. Ja, eben, deswegen brauchen wir die mal zur Forschung. Lässt du jetzt aus dem Stahl auch die Röhren herstellen? Stahlrohre oder nur. Beides. Beams herstellen. Ah, okay, ich sehe. Rohre und. Also die Rohre habe ich jetzt mit 300 gesnackt. Du kannst die aber auch schon rein in die Forschung. Und ich würde dann jetzt hier nochmal kurz die. Wie heißen die Dinger? Diese Rohrforschung da machen. Kupferblechforschung. Nicht Forschung, die Kupferblechproduktion, die wir gerade abgerissen haben, die würde ich jetzt nochmal schnell wieder aufbauen. Okay, ja, alles klar. So machen. Ja, bringen das jetzt auch nicht weiter. Okay, und den Scheiß auch rein. Ich hole hier gerade mal die Rotoren hoch. Mein Ziel ist, dass wir irgendwie diese Hypertubes hier schnell mal irgendwie, dass wir die noch heute zumindest mal anschauen könnten. Concrete und Steel Beams. Na gut, energiemäßig geht dann eigentlich noch. Wie sieht's denn eigentlich fahrzeugtechnisch aus? Eigentlich müssen wir da auch langsam mal Explorer-mäßig unterwegs sein, oder? Ich glaube, das haben sie halt alles so ein bisschen. Ein bisschen nach hinten verlegt. Die Industrial Beams. Machen wir 30 Beton pro Minute. Dann muss das meiste von hier unten noch wieder abzwacken, ne?
Also beides eigentlich im Prinzip. Ja, ich mach das ja mal ganz hart. Im Splitter. Wobei das wohl nicht reichen würde. Naja gut, okay, wenn das da hinten sowieso steht die meiste Zeit. Dann ja eben, deswegen, das ist jetzt einfach nur, um die Scheiße mal irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ja. Vielleicht haben wir nochmal, weißt du was, wir haben nochmal irgendwo ein unreines Eisenvorkommen, weil das können wir auch nur dafür hernehmen. Ich warte hier gerade einfach auf die Dinger hier, warte mal, das nehme ich mal, 13, was brauche ich denn für die? Das bringen wir mal schnell ran hier. Das Ding ist leer. Auch ein bisschen Munition können wir noch gebrauchen. Hätte ich jetzt hier nicht auch einen MK2 meiner hier hinstellen können, ne? Wenn ich mal ein bisschen theoretisch, ja. Nachgedacht hätte. Ach man. Ey, Cyberwagon. Den haben wir mal gemacht. Schematic purchased. Was braucht das Ding? Was hab ich auf diesen Cyberwagon gewartet? Ach, echt nice. Was kann ich denn da reinwerfen? Er sieht auch witzig aus. Finally. Aber das kriege ich nicht hin. Wo bist du denn, Tricky? Ich bin gerade noch ein bisschen weiter draußen gewesen und hole mir jetzt hier noch ein unreines Eisenvorkommen. Alter, wie schlecht ist denn das Ding? Okay. Das hat keine Räder. Also es hat Räder, aber die sind viereckig. Ich weiß, hast du das Ding nie vorher gesehen? Nee, das ist einfach mal eine 6, ey. Und ich sitze auch irgendwie unter dem Ding. Einmal Elon Musk in den Chat. Was ist denn das? Ich sitze unter diesem Scheißteil, Alter. Also ich balanciere es auf meinem Kopf und fahre damit. Krass, Mann, krass. Alter Schwede. Man muss ja mit oder hinten, da hinten kommt der richtige Truck. Ich muss mal hier kurz parken. Was auch locker geht, weil das aber Ding halt einfach... Fuelen, oder? 100 habe ich... Ja, ich habe gefuelt mit 100... Kurz mal parken. Mit 100 Kohle. Und dann wieder zurückfahren. Alter, wie übel. Okay, enough. Hypertubes waren eigentlich the name of the game. Enough is enough. Ich glaube auch der Sir Basher, dem ich öfters mal zuschaue und der auch manchmal bei mir ist, der hat ja auch ziemlich großes Wachstum mit Path of Exile gemacht. Und da hat er jetzt auch mal zum, weiß nicht, 1200 Follower oder sowas und immer 50, 60, 70, 80 und manchmal sogar 100 Zuschauer. Krass. Und jetzt hat er aus einer Laune heraus die letzten Streams halt immer ein bisschen Apex Legends gespielt mit 8 Zuschauern. Ja. Und so, ne? Und so läuft es dann halt in den meisten Fällen. Genau, und Twitch richtet recht schnell, ne? Deine Viewership über dich mit anderen Games. Auch vor allem recht schnell, genau. Aber das sind ja die meisten, das sind ja auch immer wieder die gleichen Leute, die da bei ihm zugeschaut haben. Das sind immer so die Hardcore-Fans, die das immer wieder sehen und so. Und deswegen ist es halt auch, denke ich auch, natürlich, so wie wir es machen, ist es deutlich langwieriger. Und zäher, aber es ist halt dann das Nachhaltigere, weil das ist dann so wie bei den meisten Variety-Streamern, dass die Leute halt auch da sind, die sind dann auch einfach mal wegen dir da, ne? Und nicht nur wegen des Spiels, was du spielst. Ja, denk da ruhig mal an dich. Am Ende des Tages sind es auch nochmal Stunden, die du hier rein vor der Kamera sitzt und unterhältst. Den Spaß hast du dennoch, dann ist alles fein, dann ist alles fein. Wie gesagt, ich habe das nur mal erlebt, wo Leute einfach, boah, die sitzen da, weißt du, weiß nicht, Seele tot in den Augen, ey, und ne, also da denkst du, okay, alles klar. Das ist nicht das, was für mich Stream ausmacht. Ich habe ja auch so einen gewissen Unterhaltungswert, möchte ich ja auch bringen. Das kann ich einfach nicht, wenn ich nicht hier nach vorne komme. Wenn ich hier keinen Spaß habe, meine ich. Ich habe 2 Gravine Bodies, Twitch Drops und Giveaways. Ja. Wenn du da, sag ich mal, mit den Entwicklern tatsächlich auf eine Einigung kamst oder da gesponsert wirst, good for you, man. Alter, auf jeden Fall richtig cool. Gibt auf jeden Fall auch nochmal richtig Bonus. Definitiv, definitiv. Machen wir das jetzt hier so? Look at it! Drücke Q. Drücke Vehicles. Baby!
So, meine Lieben, das war's mal wieder mit der heutigen Folge von Let's Play Satisfactory Update 3. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Abo da lassen oder wenn ihr euch den Rest der Playlist anschauen wollt, einfach mal hier klicken. Ansonsten bin ich dienstags, donnerstags und sonntags auf twitch.tv/chucky-tv zu sehen. Ja, Links ansonsten zu meinen Socials, wo ich auch mal neuen Content poste, sind hier. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!